Hallo und willkommen bei Koch mit Sultana. Das ist eine pakistanische und indische Küche. Ich zeige euch heute ein gesundes, lange sättigendes, selbstgemachtes Brot auf Basis von Haferflocken. Und dieses Brot eignet sich ideal zu all den Currygerichten, die ihr auch auf meinem Kanal findet. Ich nutze hier zarte Haferflocken und gebe davon einen Becher voll in einem Schüssel. Halben Teelöffel Salz kommt auch hinzu. Nun gebe ich so viel Wasser hinzu, bis die Haferflocken komplett eingedeckt sind. Das Ganze nun gut verrühren und die Haferflocken für mindestens eine halbe Stunde einweichen lassen. Und habt ihr nicht so viel Zeit? Dann könnt ihr die Haferflocken im Mixer zu Mehl verarbeiten und spart euch diesen Schritt. Ungefähr eine halbe Stunde. Hier sehen wir, dass die Haferflocken ausreichend Zeit hatten, um weich zu werden. An dieser Stelle gebe ich einen weiteren Becher Weizenmehl Typ 405 hinzu. Das Ganze verrühre ich nun zunächst mit Hilfe einer Gabel, Messer oder Löffel, da die Haferflocken eine sehr klebrige Konsistenz haben. Anschließend knete ich das Ganze mit meinen Händen weiter, bis wir einen weich geformten Teig haben. Natürlich könnt ihr hier auch eine Teigknetmaschine zu Hilfe ziehen, falls ihr eine habt. Ich möchte hier nur zeigen, dass der Teig sich mit den Händen auch gut verkneten lässt. An dieser Stelle habe ich etwas Öl genutzt und damit den Teig gut eingedeckt. Und der Teig sollte am Ende weich sein, aber nicht an den Händen kleben. Auf keinen Fall solltet ihr einen harten Teig haben, denn sonst habt ihr am Ende kein weiches Brot, sondern Knäckebrot. Vielleicht interessiert es hier einige Zuschauer, woher die Idee für dieses Rezept stammt. Es entstand eher aus einer Not. Denn vor 20 bis 30 Jahren konnten neu eingewanderte pakistanische oder indische Familien keinen Atta kaufen. Und Atta ist ein Vollkornmehl Typ 1050. Aber jetzt können wir ganz normal beim jedem indischen pakistanischen Geschäft kaufen. Jetzt haben wir kein Problem. Und denn sie für gewöhnliche für ihre Brotzubereitung genutzt haben, so wurde lange Zeit auf diese Alternative und auch sehr gesunde Rezept gegriffen. Mit dem Faust kann man sehr gut kneten. Einfach ungefähr 3 bis 4 Minuten kneten. Den Teig lassen wir nun für mindestens 30 Minuten ruhen. Hier seht ihr, es ist nicht so hart, nicht so weich. Wir lassen den Teig für mindestens eine halbe Stunde bei Zimmertemperatur. Und ungefähr nach einer halben Stunde kommen wir nun dazu, unsere Teigbällchen zu formen. Zunächst etwas trockenes Mehl oder Öl in die Hände nehmen und dann geht es an das Formen. Versucht wirklich so weit möglich runde Bällchen zu formen. Denn nur so erhaltet ihr später auch ein rundes Brot. Das ist kein Muss, aber erfreut das Auge beim Essen. Jeder kann nach seiner Art die Kugelchen formen. Ich habe hier all die Bällchen geformt, die ich benötige. Und den restlichen Teig in dieser Dose verschlossen in den Kühlschrank gestellt. Das ist nämlich ein super großer Vorteil bei diesem Teig. Auch noch 4 bis 5 Tage später könnt ihr daraus euer Brot backen und es schmeckt immer noch gut.
nun zurück zu unseren Teigbällchen. Diese lasse ich nun erneut für ca. 5 Minuten ruhen. Ich nutze hier eine Pfanne für die Zubereitung meines Brotes und stelle diesen zunächst auf die höchste Stufe. Wir nehmen jetzt den ersten Teigball und tunken diesen von beiden Seiten in das trockene Mehl. Dieser Schritt ist sehr wichtig, damit der Teig später beim Ausrollen nicht an der Arbeitsplatte oder am Brett haften bleibt. Nun rollen wir den Teig immer wieder aus und ihr seht hier, wie ich den Teig immer wieder umdrehe und versuche wirklich alle Seiten gleich dünn auszurollen. Hier nehme ich den Teig anschließend in die Hände und schwenke ihn zwischen den Händen hin und her. Das hilft uns, das überschüssige trockene Mehl vom Brot loszulösen. Nun wird der Teig in die Pfanne gegeben. Wenn der Teig anfängt, seine Farbe leicht zu ändern, schwenken wir den Teig um. Nach einiger Zeit werden auf der unteren Seite diese braunen Flecken erkennbar. Nun beginnt ihr mit einem Tuch ganz leicht den Teig von allen Seiten zu drücken. Das hilft unseren Teig gleichmäßig gebacken zu werden. Anschließend wird das Brot noch einmal gewendet und nochmal kommt unser Tuch zum Einsatz und wir drücken ganz leicht auf alle Flächen und drehen das Brot gleichzeitig, damit keine Stelle verbrennt. Alternativ zum Küchentuch könnt ihr auch einen Pfannenwender verwenden und mit diesem den Teig von allen Seiten leicht drücken. Unser Brot ist nun fertig und extrem weich geworden, obwohl wir nur 3 Zutaten benutzt haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und freue mich auf euer Feedback.